Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Levin Gaming. Heute gibt es die dritte Folge meiner FM-Karriere mit Borussia Dortmund. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Leute verkauft und auch welche gekauft, wie zum Beispiel Brandt, hier Brandt oder hier unten auf der Reservebank Nathan Ake. Aber davon sind auch Leute weggegangen wie Brun Larsen, den ich verliehen habe, Burnic und noch welche, die mir gerade nicht einfallen. Ja, guckt auf jeden Fall in der anderen Folge vorbei, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Oder auch in der ersten, wenn ihr die nicht gesehen habt. Und wir simulieren jetzt einfach mal weiter. So, Brahimi, Wechsel zu Monaco. Hier machen wir Teamwork auf 10. Fitness auf 8. Dann alles mal ein hoch. So. Jetzt kommt auch schon das erste Testspiel morgen. Gegen Nimes oder Nimes, wie auch immer man das ausspricht. So, ich denke, da rotiere ich jetzt. Oh ne, ich rotiere, denke ich, noch nicht. Ich denke, gegen dieses Spiel. Ach ja, Rot ist jetzt auch gegangen. Gegen dieses Spiel lasse ich erstmal die Stammelf spielen. Starten wir das Spiel. Wir simulieren das natürlich. Kämpft um jeden Ball. So. Bisher noch nichts passiert nach 15 Minuten. Nach einer halben Stunde lasse ich jetzt mal alle aufwärmen. Ja, jetzt. Aber bisher ist das jetzt noch nicht so eine gute Leistung. Die bessern sich noch. Philipp kommt für Alcacer, Götze für Reus, Weigel für Witzel, Wolf für Pulisic. Diallo für Kanji und Schmelze für Guerrero und Hitz für Birki. Halbzeitansprachen, los zeigt es ihnen. Und Assistent. Wow, jetzt führen die auch noch. Schön. Das ist jetzt natürlich nie so sexy, muss ich sagen. Jetzt kriegt Weigel auch noch rot. Das, also besser kann es gar nicht laufen. Schön. Wow. Ach, Götze macht wenigstens hier das 1:1. Und Delaney sogar noch das 2:1. Wenn wir das halten könnten, wäre das natürlich gut. Und so sieht es hoffentlich auch aus. Ja, Schlusspfiff 2:1. Weigel kriegt rot. Ja. Ich hoffe, das wird. Das ist doch Unfug. Ja. Ha, siehst du? Presse lügt. Schweine. Ja. Also wir müssen definitiv aufpassen, dass wir nicht in den Ligen rot bekommen. Oh, Kacke. Alcacer fällt aus. Bauchmuskelzerrung. Ich wollte jetzt sowieso rotieren. So, wie lange fällt denn der aus? 18.07. Okay, das geht. Claro. Ich guck mal in den News. Neuer Jugendspieler entdeckt. Ja. Höchster Formgewinn. Aha. So gut, dann rotiere ich jetzt mal ein bisschen. Philipp kommt rein. Auf die Bank kommt dann Isaac. Pulisic, Wolf, Ake, Akanji, Diallo für Toprak, Schmelzer für Guerrero, Hitz für Birki, Hakimi für Piszczek, Witzel geht für Weigel raus und Delaney für Dahoud, Reus geht für Götze, Kagawa kommt auf die Bank. Zagadou kommt auch erstmal auf die Bank. Brandt geht raus, dann kommt Sancho. Ja, so habe ich, denke ich, komplett rotiert. Ja. Ich gehe 5 Kilometer laufen und dann gehen wir auch ins nächste Spiel. Gegen Les Herbies. Herbies. So, wir werden nicht verlieren. Mahmoud Dahoud mit dem 1:0 in der 6. Minute.
Oh, Sancho mit dem 2:0, Weigel mit dem 3:0, das läuft auch sehr gut. So, ich lasse jetzt die gleich wieder alle aufwärmen. 4:0 Wolf. 5:0 Philipp. Also das läuft echt gut, aber die sind jetzt auch nicht so der stärkste Gegner. Isaac kommt rein, Kagawa kommt rein, Witzel kommt rein, Pulisic, Sagadou für Diallo, Guerrero und Bürki. Halbzeit an Schwal, das sieht sehr gut aus. Assistent. Und weiter geht's. Sechste Guerrero. Vorlage da Hut. Ja, die wechseln jetzt ein bisschen. Isak mit dem 7:0 und dem 8:0. Beide Vorlagen hat Guerrero gemacht. Ja, da kann man auch gerne mal einen Gegner abschießen. Das ist gut. Kagawa 9:0. Schaffen wir es noch zweistellig? Ja, Jadon Sancho. 10 zu 0 am Ende. Ja, das lief gar nicht so schlecht. Okay, die hier hinten haben nur eine 4,0, da kann wahrscheinlich auch keinen Ball drauf. Aber das lief jetzt auch nicht schlecht. Ja. Ich hoffe, wenn es in der Liga auch so gut geht. Zwar nicht so hoch, aber von der Leistung her. Motivationslehrer, ja, kann man mal machen. Na ja, komm. Sprache lernen. So, ja. Auslaufende Verträge. Vertrag von Erik Ölschlägel. Den könnte ich auch verlängern eigentlich. Der hat dann wohl nur für ein Jahr verlängert. Weil er ist ja auch erst jetzt gekommen. Ach ja, der hat ja abgelehnt. Trainingslauf. Und wir simulieren mal weiter. Ja, unser nächster Gegner ist Girondins Bordeaux. Das wird auf jeden Fall nicht einfach. Martinez wechselt zu Liverpool von Bayern. Das unterzeichnen wir. Autosave wurde jetzt durchgeführt und wir haben ein neues Sponsorenangebot. So, dann geht es jetzt auch gegen Girondins Bordeaux. Sergio Gomez, ja, der kann auch sich auch gerne für ein Jahr weg. Weil so also kann er sich halt auch nur weiterentwickeln. Gut. Gegen die mache ich dann wieder die normale, also normale Standard-Elf-Aufstellung. Toprak, Götze auf die Bank. Piszczek natürlich, Guerrero, Witzel rein, Brandt rein, Delaney rein. Pulisic rein, Toprak rein, Bürki rein, alle rein. So, Evonik will noch einmal. Schreiben wir das einfach. Starten wir das Spiel. Na, geht raus und spielt ordentlich Fußball. So, nach 7 Minuten ist noch nichts passiert. Nach 15. Ah, doch, nach 15 macht Axel Witzel das Tor. Wahrscheinlich nach einem Freistoß, weil vorher kam die gelbe Karte. Ich wärme alle auf. Oh, Guerrero mit der gelben Karte und zur Halbzeit steht es 1:0 durch Axel Witzel. Ich wechsle noch einmal komplett durch. Weigel für Witzel, Diallo für Toprak, Wolf für Pulisic, Schmelzer für Guerrero und Hitz für Bürki. Halbzeitansprache, so haben wir uns das vorgestellt und der Assistent macht den Rest. Dann geht's auch wieder los in die zweite Halbzeit rein. Nach 60 Minuten passiert nichts. Dann machen die das 1:1. Dann 62. Das ist auch gar nicht so schlimm, nachdem wir auch rotiert haben jetzt. Weil Girondins Bordeaux ist jetzt nicht so schlecht. Die sind in der ersten Liga. So in der Liga A. So 1:1 am Ende. Ist okay.
Den Vertrag unterzeichnen wir und jetzt geht's ins letzte Testspiel vorerst. Gegen Nantes oder Nantes und glaube ich. So, ich denke, die Aufstellung lasse ich jetzt auch einfach so. Außer auf etwas Ake mal wieder spielen, weil der ist jetzt neu. Und Sancho. Gut, dann gehen wir ins Spiel rein. Machen eine Sofortberechnung, gebt euer Bestes. So, mal gucken, wie wir gegen Nantes spielen. 15 Minuten passiert noch nichts. Außer eine gelbe Karte, aber die ist jetzt nicht so der Rede wert. Halbe Stunde. Ich werde meine Spieler von Alcácer trifft mit Vorlage von Piszczek. Das ist natürlich sehr, sehr gut, dass der nach seiner Verletzung, seiner kurzen Verletzung, immer noch gut ist. So. Götze kommt für Reus. Wolf für Pulisic. Schmelzer für Guerrero, den Rest mache ich gleich. Da haben wir uns das vorgestellt. Assistent. Ich wärme den Rest mal erstmal auf. Kommt dann, denke ich, in der 60. rein. Na jetzt. Weigel. Diallo. Isaac. Und Hitz. So, alle sind eingewechselt worden. 2:0 von Isaac. Ist auch gut, wenn der trifft. Ich möchte ihn aber trotzdem gerne verleihen. Damit er sich, weil in der Liga wird er nicht spielen. Oh, Emiliano Sala wurde ausgewechselt. Ja, der ist natürlich hier noch am Leben. Und am Ende steht es 2:0. So. Haben wir die Testspiele jetzt auch erstmal durch. White verlässt Schalke. Alaba geht zu City, also Bayern. Martinez und Alaba weg. Also die müssen wohl Ersatz kaufen. Viel Ersatz, wenn es so weitergeht bei denen. Als nächstes spielen wir beim 11.8. im Pokal. Der wird ausgeliehen. Als erstes sind wieder da. Wird das Training beobachtet. Neuer Fanartikel. Kalender nehmen wir natürlich auf. Genauso wie das Mauspad. Machen wir einfach eine Badeente. Duschgel. Extra mit dem Schweiß von den Spielern im Duschgel. Lohnt sich der Preis wenigstens auch. Ach ja, ich wollte noch nach einem Stürmer gucken. Oder soll ich Philipp behalten? Ich überlege da echt noch. Aber Philipp ist ja jetzt nicht mehr so jung. Andererseits, wenn ich ihn verkaufe, kriege ich nicht viel Geld. Aber was meint er mit den anderen 20 Millionen? Ich meine, für was anderes brauche ich die ja eigentlich sowieso nicht. Red Bull oder Porsche, wer gibt mehr? Bull hat aber über wie viele Jahre? Okay, die geben über einem Jahr, aber ich will eigentlich einen längeren Vertrag. Oh, die haben sogar noch mehr reingedrückt, dann gerne doch. So, hier war noch irgendwo Sponsoring. EA will wieder Tribünennamen. Auch noch nie bei den Tribünen an, wie was anderes außer EA bekommen. So, dann weiß ich nicht, wer hier spielt. Also, ob ich jetzt Philipp behalte. Ich denke erstmal schon, wenn ich ihn nicht behalten soll, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Aber erstmal will ich ihn behalten und die 20 Millionen für den Winter, wenn es da nicht läuft, behalten. So, simulieren wir jetzt auch weiter. Ich glaube nicht, dass sie das Pokalduell in dieser Folge noch schaffen. Obwohl, ist ja fast. Und so viel müssen wir gar nicht mehr. Ja, so lange dauert es jetzt eigentlich nicht. Hoffe ich. Und noch geht die Folge ja etwas. Eine spektakuläre Vorstellung. Warner fällt an schwachem Fuß. So, und die Saisoneröffnung. Ach so, die zweite Mannschaft spielt. Aufstellungsassistent. So, spektakuläre Vorstellung. Okay. Okay, das ist alles gut. So, wir haben die zweite Mannschaft gespielt. 0:2 in Bonn gewonnen, das ist gut.
Oh, Rafinha verkaufen die auch, die Bayern. Elia wechselt wieder zurück zu Bremen. Interessanter Transfer. Der war da ja schon mal in Bremen, glaube ich. Ja, doch, der war schon mal. Oder war der in Hamburg? Oder in beidem? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war er auf jeden Fall schon mal in der Bundesliga. Und das ist interessant, dass die den wieder zurück hierhin geholt haben. Gianluca Rizzo erzielt die beiden Tore für die Reservemannschaft. Das ist gut. Oh, so. Wo spielt denn der auf welcher? Ah, ja, okay, er ist auch Stürmer, aber trotzdem, 2 Tore ist nicht schlecht. Ja, kann man mal so machen, würde ich sagen. Hier in der Jugendmannschaft sollte noch alles gut sein. Moukoko, das Riesentalent. Trainingslauf und die Teamdynamik soll ich wieder mit ein paar reden. Reus. Im nächsten Spiel bräuchte ich in Topform, mein Kleiner. Roman Bürki. Du hast gut trainiert. Piszczek. Ja, du soll dich mal um Isak kümmern. Okay, und dann simuliere ich auch wieder weiter. Koke wechselt von Atletico zu Manchester City. Interessant. So, ein Autosave wird jetzt durchgeführt. Was denn? Ja, kann er machen. Was? Nein. So, hier rede ich noch mal ein bisschen. Kagawa. Du hast gut trainiert. Ich hoffe, wir verkacken nicht gegen Flensburg. Das wäre ziemlich peinlich. Ja, okay, beim Jugendturnier haben wir ordentlich reingeschissen. Wow. Ja, da hätten wir durchaus auch Zweiter werden können. Insgesamt hat Frankfurt gewonnen, der Gruppensieger aus unserer Gruppe, gegen den wir verloren haben. Wow. Vereinsmuseum macht Verlust. Ja, moin. Was juckt mich das jetzt? Ja, wow, 3000, Alter. Die können Dortmund sich auch einmal da rein. Das ist ja egal für Dortmund eigentlich. 3000. Weil wenn man sich mal den Kontostand anguckt. Okay, jetzt habt ihr ihn nicht mehr gesehen, aber ihr könnt jetzt zurückspulen, wenn ihr wollt. 390 Millionen. Aggressiv. Neutral. Oh. Ablehnung. Oh. Scheiße. Ablehnung. Okay. Ich insgesamt Fanbeliebtheit plus gemacht. Das ist gut. Und wie sieht es sportlich jetzt aus? Besser? Oh, deutlich besser. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt sportlich genau getan habe, aber es läuft dann schon besser. Achso, das ist wieder die zweite Mannschaft. Ich sollte kurz in die Nachrichten gucken. Der Dauerkartenverkauf ist abgeschlossen. Und ich habe eine neue Partnerin. Ja, aber das Ausgabeverhalten ist jetzt nicht so gut. Das könnte auch besser sein und die ist relativ alt, obwohl das geht noch. Aber ich trenne mich trotzdem von ihr. Weil besonders schön ist die jetzt auch nicht. Okay, ist ja auch ein Roboter, so oder ein Computer. Okay, wir haben 2:4 gegen Viktoria Köln verloren, also die zweite Mannschaft. Das ist schade. Also die zweite Mannschaft sollte ja nicht absteigen, das war ja das Ziel. Gut, aber ich würde die dritte Folge von der Karriere jetzt auch beenden, denn die geht auch schon wieder sehr, sehr lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar für Verbesserungsvorschläge oder Tipps. Abonniert den Kanal, aktiviert auch die Glocke und ja, sonst würde ich eigentlich nichts mehr sagen, außer ciao.